Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch, wie man auf so ein Ökosystem mit Salzkrebschen aufpassen. Das ist also das, was ich im Kapitel 8 von meinem Heft beschreibe. Dann kann man das auch alles nochmal nachlesen. Also in diesem Ökosystem hat sie alles, was Salzkrebschen brauchen zum Leben. Es hat Salzwasser, es hat Algen, es hat Dünger, es hat Sand und Bakterien, um den Kot abzubauen. Und es hat natürlich ein paar Salzkrebschen drin. Und jetzt das Allerwichtigste ist, dass man das ohne Deckel an ein helles Fenster stellt. Ohne Deckel ist wichtig, damit der Sauerstoff in die Flasche kommt. Salzkrebschen brauchen auch Sauerstoff zum Leben. Und das helle Fenster ist wichtig, dass die Algen im Wasser genug Sonnenenergie kriegen, um die Photosynthese zu betreiben und zum Wachsen. Jetzt kann es sein, dass aus irgendwelchen Gründen die Algen nicht richtig wachsen. Vielleicht haben sie zu wenig Licht, vielleicht ist das Fenster zu wenig hell, vielleicht hat es auch zu wenig Dünger drin. Und in diesem Fall kann man die Salzkrebschen, dass sie nicht verhungern, ganz einfach mit ein bisschen Trockenhefe füttern. Das macht man so, man nimmt ein Flaschendeckel voll Hahnenwasser und streut dann die Trockenhefe drüber auf die Wasseroberfläche, einfach, dass die Wasseroberfläche schön bedeckt ist mit Hefe. Dann lassen die Hefe sich ein bisschen vollsaugen. Und nachher tut man mit einem Röhrli das schön verrühren, bis es ein Süppli entsteht. Voilà. Von diesem Süppli tut man jetzt nicht alles in die Flasche, das wäre nicht gut, dann wären Krebschen überfüttert. Sprich, es würden dann viel zu viele Bakterien entstehen in der Flasche und die Krebschen würden sterben. Und darum tut man nur ein kleines Gütschchen rein und dann sieht man schön, dass das so eine trübe Wolke gibt. So, und rühren müsst ihr auch nicht. Und das könnt ihr jetzt alle 2 bis 3 Tage machen, je nachdem wie viel Salzkrebschen das in der Flasche hat. Und ihr könnt eigentlich darauf gehen, sobald das Wasser wieder ganz durchsichtig ist, könnt ihr dann wieder füttern. Und zwischendurch stellt ihr die Flasche einfach wieder an das helle Fenster und irgendwann kommen dann vielleicht auch die Algen. Und wenn dann die Algen kommen, könnt ihr auch wieder zurückfahren mit der Fütterung, vielleicht dann nur einmal pro Woche oder nur einmal alle 2 Wochen, damit dann die Salzkrebschen wirklich sich von den Algen ernähren können. Viel Spass!